Hallo und herzlich willkommen bei CaseKing TV. Mein Name ist Sebastian, ich stelle euch heute den neuesten High-End-CPU-Kühler von Polymatech vor, den Genesis. Hier sehen wir ihn. Wir hatten ja bereits in der Vergangenheit einige herausragende CPU-Kühler von Polymatech. Das ist natürlich der Mega Alems zu nennen, sein direkter Nachfolger, der Super Mega, hier auch zu sehen. Daneben der Armageddon und bei den eher kompakten Hochleistungskühler der Samui 17 als deren Vertreter. Neben dem klassischen Segment, den CPU-Kühlern, haben wir aber auch andere Produkte von Polymatech, zum Beispiel die PK1 AMOLED-Paste, die Vortex-Lüfter-Serie und den MK13 Grafikkartenkühler. All diese Produkte haben eins wesentlich gemeinsam, nämlich eine sehr hohe Leistungsfähigkeit. Der Genesis tritt also in sehr tiefe Fußstapfen und Polymatech hat sich genau aus dem Grund eine ganz neuartige Konstruktion überlegt. Genesis ist ja bekanntlich die Bezeichnung für die biblische Schöpfungsgeschichte und auch Polymatech geht zum Ursprung zurück und überdenkt die Konstruktion der bisherigen Kühler komplett und entwirft ein vollständig neues Design. Das sehen wir insbesondere im Vergleich zwischen diesen beiden Kühlern. Der Super Mega mit einem eher klassischen Aufbau, zwei Türme, senkrecht nach oben stehende Heatpipes. Zwar hat auch der Genesis einen Tower, aber der zweite Tower ist waagerecht vielmehr gelegt. Und das hat zwei wesentliche Vorteile. Zunächst einmal eine wesentlich flexiblere Lüfterbestückung. Denn man kann insgesamt 340er oder 120er verbauen, während beim Super Mega nur zwei möglich gewesen sind. Zunächst kann der Tower vorne und hinten mit einem Lüfter bestückt werden und auch der Flachlinienteil mit einem Lüfter, wobei dann sowohl saugend als auch blasend möglich ist. Dazu aber später genaueres. Daneben ein weiterer Vorteil ist, dass der Bereich um den CPU-Sockel herum bei den klassischen Tower-Modellen nicht ganz so optimal mitgekühlt wird. Ganz anders beim Genesis, denn durch die Luftstromrichtung, die auch hier vertikal verläuft, wird auch der Bereich um den Sockel besser gekühlt. Man kann es dann sowohl saugend als auch blasend ganz nach Belieben gestalten, je nachdem, wie man den Lüfter auf der Oberseite dreht. Des Weiteren haben wir ein AMD-Kit bereits inklusive, also für ARM2, ARM2 Plus und ARM3 Prozessoren geeignet, welches beim Polymatech Super Mega noch optional gewesen ist. Daneben natürlich all die anderen Prozessoren von Intel kompatibel, 1366, F56, F55 und 775. Ebenso im Mittelumfang enthalten die PK1 AMOLED-Paste und die bereits vom Super Mega bekannten Montageschrauben. Die schwarzen haben dabei einen erhöhten Anpressdruck, um noch einen besseren Kontakt zum Sockel herzustellen und damit noch bessere Wärmeübertragung zu ermöglichen. Nun zeige ich euch am praktischen Beispiel die Lüftermontage. Wir haben ja hier die Vortex-Serie von Polymatech in der roten Version mit Beleuchtung. Die 140mm Lüfter, also auch sehr große. Die würde man hier zum Beispiel auf den vorderen Tower auflegen können. Wobei sowohl blasend als auch saugend, je nach Richtung, möglich ist. Ebenso das Ganze an der Rückseite, also am senkrecht stehenden Tower, kann man auch bis zu zwei Lüfter, wie bereits gesagt, montieren, wo entsprechend dann der Tower von beiden in die Zange genommen werden würde. Würde dann so aussehen. Klassischerweise würde man wahrscheinlich zwei Lüfter verbauen, den einen so und den anderen so. Das Ganze würde dann entsprechend so aussehen. Mal eine Drehung, damit man sich das von allen Seiten anschauen kann. Ich denke, ich habe euch einen ersten Eindruck geben können vom Genesis, diesem herausragenden CPU-Kühler, die neue Referenz von Polymatech. Schaut ihn euch an, er ist sehr zu empfehlen und sehr leistungsfähig. Wenn ihr also keine Kompromisse bei der Kühlerleistung eingehen wollt, ist das für euch ab sofort die erste Wahl. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde euch auch gerne wieder begrüßen dürfen bei CaseKing TV.